Philipp Lahm, wie bitter ist diese 1:2-Niederlage gegen Italien? Ja, natürlich sehr, sehr bitter. Wir machen dumme Fehler und kriegen so unsere Gegentore. In der zweiten Halbzeit, denke ich, haben wir alles versucht, haben alles gegeben, machen zu spät an das Tor. Ich hatte nochmal eine riesen Chance kurz nach der Halbzeit. Wenn ich den mache, glaube ich, haben wir noch die Möglichkeit zum Ausgleich oder das Spiel dann zu gewinnen. Aber wie die Gegentore eben auch gefallen sind, das darf uns nicht passieren. Sind das nur die Fehler bei den Gegentoren gewesen oder was sind die Gründe, dass es wieder nicht gereicht hat gegen Italien? Ja, natürlich, wenn man solche Fehler macht wie wir, beim ersten Tor genauso beim zweiten Tor, dann gerät man gegen eine italienische Mannschaft, die taktisch sich gut verhält, geht man in Rückstand und dann wird es natürlich sehr, sehr schwierig. Ich denke, dass wir die Möglichkeiten auch hatten, die Tore zu fallen. Vielleicht war das Quäntchen Glück dann auch nicht da, aber die Mannschaft hat dann alles versucht. Aber wenn man solche Fehler macht und gegen Italien in Rückstand gerät, dann wird es schwierig. Das hat man heute gesehen. Das ist jetzt blöderweise Ihre zweite ärgerliche Niederlage im Halbfinale gegen Italien. Welche ist bitterer, 2006 oder heute? Ja, jede Niederlage ist bitter und vor allem, wenn man so weit ist im Turnier, dann will man bis zum Ende dabei sein und uns ist heute nicht gelungen und es ist bitter, weil in unserer Mannschaft steckt so viel Potenzial für mehr. Aber wenn man es dann nicht zum richtigen Zeitpunkt abrufen kann oder in gewissen Situationen dann nicht clever genug ist, dann verliert man eben so ein Spiel. Vielen Dank, Philipp Lahm.